Und damit starten wir durch in eine neue Woche mit Hallo Sommer, Ihrem Stadtmagazin am Montag. Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie sollen in 12 Minuten vor Ort sein und Leben retten. Doch während einer Hitzewelle steigt auch das Einsatzaufkommen der Notfallsanitäter in Halle. Denn vielen Menschen machen die hohen Temperaturen derzeit zu schaffen. Kreislauf- oder Herzbeschwerden häufen sich. Für die Frauen und Männer der Rettungsdienste sind heiße Sommertage aber auch eine harte Herausforderung. Die Kräfte gehen an ihre Belastungsgrenze. TV Halle traf sich mit Rettungssanitätern des ASB Halle-Bitterfeld und sprach mit ihnen über schweißtreibende Einsätze und künftige Herausforderungen. Hitze und Trockenheit prägen diesen Sommer. Rettungsdienste sind im Dauereinsatz. Auch die Notfallsanitäter des ASB in Halle sind solche Tage immer eine ganz besondere Herausforderung. Bei den Temperaturen merkt man schon auch selber, die Kräfte gehen, sagen wir mal, nach einem 12-Stunden-Dienst ganz schön zur Neige. Und wenn man dann natürlich immer noch Etage hoch, Etage runter, das Equipment ist schwer, das merkt man dann schon. Und auch die Anzahl der Einsätze ist schon deutlich mehr bei den Temperaturen. Jens Breiting macht den Job seit 29 Jahren. Er weiß, wenn es draußen heißer wird, gibt es jede Menge Arbeit. Oftmals stehen eben Kreislaufbeschwerden oder Kreislaufdysregulation mit drauf. Man muss sich natürlich dann die Patienten angucken. Hauptsächlich sind es dann schon vermehrt ältere Patienten, die dann eben wirklich tagsüber vielleicht nicht so vernünftig sind und zu Hause bleiben, sondern eben doch noch vielleicht sagen, ich gehe noch einkaufen und dann eben schon einen Erschöpfungszustand haben, den man eben dann vielleicht noch medizinisch behandeln muss. Als stellvertretender Rettungsdienstleiter koordiniert Jens Breiting die Einsätze für 14 Mitarbeiter. Einer von ihnen ist Paul Lukas Funke. Der 19-jährige Azubi wollte schon immer anderen Menschen helfen. Ich wollte damals immer an das Technische früher. Da habe ich so ein Praktikum gemacht. Habe ich gemerkt, dass mir das nicht ganz so liegt. Habe dann bei uns damals in der Rettungswache mal angefragt, quasi, ob man mal einen Tag mitfahren kann. Die haben ja gesagt und da habe ich so eine kleine Liebe für den Beruf entwickelt. Oft ist es zuerst der Kreislauf, der bei dieser Hitze schlapp macht. Wenn der Körper dehydriert, kann es schnell gefährlich werden. Wenn man nicht ausreichend trinkt, dann sind auch 30 Jahre oder 40 Jahre, die eben mal schlecht wird oder schwarz vor Augen. Aber im Endeffekt, das oberste Gebot ist, dass man vielleicht keine Schmerzen hat. Machen wir mal, auch wenn dann eben noch Brustschmerzen dazukommen oder Sehstörungen oder sowas in die Richtung, dann sollte man schon nicht zögern, mal einen Notruf zu wählen. Zwar ist nicht jeder Hitzenotfall, der reinkommt, gleich lebensbedrohlich, doch das wissen die Frauen und Männer des ASB vorher nicht. Deshalb wird alles mitgenommen, was nötig ist. Und das ist auch für die Mitarbeiter selbst eine hohe Belastung. Wir bekommen, sagen wir mal, vom Arbeitgeber, denn wenn es jetzt so warm ist, bekommen wir eben Wasser gestellt, kostenlos, sagen wir mal, dass wir uns damit gut eindecken können. Das Fahrzeug nehmen wir eben immer eine Flasche Wasser mit, das gehört eben dazu zur Ausrüstung. Weil vielleicht den Kaffee am Morgen weglassen, das ist sehr wichtig. Und dann vielleicht doch mal eher eine Tasse Wasser mehr trinken. Das wirkt schon sehr kühlend, kalte Getränke trinken, viele Pausen im Schatten. Also jede Minute, die wir frei haben, versuchen wir im Schatten zu verbringen. Ja, Gott sei Dank hat das Auto eine Klimaanlage. 12 Stunden Schichten und Wochenenddienste, das klingt eher nicht nach dem Traumjob. Doch Azubi Paul Lukas wusste, worauf er sich einlässt. Ja, man muss viel Spaß beim Umgang mit Menschen haben. Also quasi aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, sage ich mal. Man muss Einfühlungsvermögen haben, quasi sich in die Lage der Person reinversetzen und einfach viel Verständnis mitbringen. Halle verfügt über 24 Rettungstransportwagen und 8 Reservefahrzeuge. Jährlich fahren die Rettungsdienste rund 80.000 Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Doch was ist, wenn es noch mehr solche Hitzesommer und mehr Notfälle gibt? Ist das dann überhaupt noch zu schaffen? Das ist ja auch ein Personalproblem, sagen wir mal. Aber es ist nicht einfach so, dass man sagt, ach, wir nehmen jetzt nächsten Monat ein Fahrzeug in Betrieb. Man muss ja auch das Personal dafür haben. Und das zieht sich ja durch alle Branchen durch. Das ist eben Personalmangel, gibt es eben auch im Rettungsdienst. Das ist ganz einfach mal so. Im Idealfall sollen die Rettungssanitäter in 12 Minuten vor Ort sein. Doch das klappt schon jetzt nicht immer. Deshalb hier ein paar Tipps, was man selbst tun kann, wenn der Hitzeschlag droht.
Ja, erstmal sollte man schon mal den Patienten ansprechen oder den Bürger war nach Hilfe fragen. Nicht jeder, der jetzt an der Straße sitzt, braucht unbedingt unsere Hilfe. Aber wenn der Patient, in unserem Fall der Patient, eben doch Hilfe benötigt, sollte man ihn schon aus der Sonne raus, in Schatten, vielleicht gucken, ob man was zu trinken anbietet. Und wenn man merkt, dass der Puls, man kann ja mal einen Puls fühlen, manche, viele haben ja einen Führerschein, der hat man ja irgendwann mal gelernt da im Erste-Hilfe-Kurs. Und wenn man merkt, es geht ihm doch sehr schlecht und es schweißig, dass man dann schon relativ zeitnah die 112 auch wählt und Notruf absetzt. Und lange dauert es heute tatsächlich nicht, bis der nächste Notruf eingeht und die Notfallsanitäter ausrücken müssen. Und es könnte in dieser Schicht noch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, und wir bleiben in dieser Sendung noch ein bisschen beim Thema Rettungsdienste. Nach der Werbung haben wir mal einen Rettungseinsatz, eine Rettungsübung in einem Hochgeschwindigkeits-ICE begleitet. Mehr dazu später. Bleiben Sie dran. Ihr Vorschlag zählt. Die HWG prämiert bis zum 1. Dezember 100 Lieblingsnachbarn. Geht Ihr Nachbar mit dem Hund Gassi, wenn Sie selbst das nicht mehr können, oder kümmert sich um Ihre Pflanzen, wenn Sie im Urlaub sind? Dann lassen Sie uns gemeinsam Ihrem Lieblingsnachbarn oder Ihrer tollen Hausgemeinschaft in Form einer ganz besonderen Aufmerksamkeit Danke sagen. Erzählen Sie uns, warum Sie ihn oder sie für eine Ehrung vorschlagen. Melden Sie sich per Brief, E-Mail oder Telefon. Machen Sie mit, die HWG freut sich auf Ihre Vorschläge. Wir sind zurück mit dem Stadtmagazin. Hallo Sommer, herzlich willkommen nochmal bei uns im Programm. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber heute ist ja der internationale Tag der Katzen. Auch ein Thema jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Die Bruttomonatsentgelte in Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2021 um 101 Euro gestiegen. Das geht aus einer Erhebung der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur hervor. Dennoch lagen die Verdienste im Land nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt. Den stärksten Anstieg gab es in der Gastronomie. Frauen haben mehr verdient als Männer. Auch regional gab es Unterschiede, so lag das Bruttoeinkommen in Halle bei 3.170 Euro, im Kreis Salzwedel bei 2.636 Euro. Anlässlich des heutigen Weltkatzentags hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz Sachsen-Anhalt an Katzenhalter appelliert, ihre Haustiere kastrieren zu lassen. Damit werde ein Beitrag zum Arten- und Wildkatzenschutz geleistet. Nach Schätzungen gibt es in Deutschland rund 2 Millionen Streuner, die Krankheiten verbreiten und auch geschützte Wildkatzen gefährden können. In deutschen Haushalten werden insgesamt 16,7 Millionen Katzen gehalten. Der Hallesche FC hat sein erstes Heimspiel gegen Dynamo Dresden mit 0:2 verloren. Vor knapp 12.000 Zuschauern startete der HFC offensiv, konnte sich aber nur wenige Chancen erarbeiten. Die Dresdner erzielten aus Kontern heraus in der 14. und 80. Minute die entscheidenden Tore. Bereits morgen tritt der HFC auswärts bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg an. Zwei hallische Starterinnen des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes sind bei der Para-Kanu-WM in Kanada Bestzeiten gefahren. Anja Adler vom SV Halle und Johanna Pflügner vom HKC 54 erreichten in ihren jeweiligen Startklassen die Finalläufe. Auch wenn Adler mit Platz 4 nur knapp eine Medaille verpasst hat, fuhr sie ihr bestes Rennen in diesem Jahr. Motiviert durch ihre Leistungen starten beide bereits in 2 Wochen bei den European Championships in München.
Das Motto des kulturellen Themenjahrs Macht der Emotionen prägt auch die 22. Hallesche Nacht der Kirchen. Am 20. August beteiligen sich 49 Gemeinden und Einrichtungen aus Halle und dem Saalekreis mit ihren Angeboten an dem ökumenischen Ereignis. Auf dem Programm stehen Vorträge, Führungen, Konzerte und vieles mehr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Am Sonntag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Halle und Oppin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei prallte er auf einen entgegenkommenden PKW. Wiederbelebungsversuche durch die Rettungskräfte vor Ort blieben erfolglos. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die am Samstag auffällige Personen oder Fahrzeuge an der Saale-Elster-Brücke bemerkt haben. Dort hatten unbekannte Täter die Tür zu einem Brückenpfeiler geöffnet. Im Inneren wurden Kabelreste gefunden, die auf einen Diebstahl hindeuten. Die Tat ereignete sich in der Nähe des Pumpwerks an der B91. Hinweise werden unter der Hotline 0800 6 3x8 3x0 entgegengenommen. Und damit rücken wir vor zum nächsten Programmpunkt. Unsere Notfallsanitäter haben ja in diesen Tagen viel zu tun, das haben wir vorhin gehört und gesehen. Meistens handelt es sich dabei um kleinere Einsätze. Doch richtig ernst wird es, wenn es zu einem Massenunfall kommt. Zum Beispiel, wenn ein ICE auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke verunglückt. Solche Unfälle sind Gott sei Dank selten, doch wenn es dazu kommt, gehen sie meist mit vielen Verletzten oder gar Toten einher. Wie sind die Rettungskräfte auf so etwas vorbereitet? Wie trainiert man eigentlich solche Einsätze? Am besten in einem echten ICE und ein solches Training haben wir in Halle mal begleitet. Auf der Saale-Elster-Talbrücke in Ammendorf brennt ein ICE. Im Inneren viele Menschen mit schweren Verletzungen. Zum Glück ist das Blut künstlich und die Verletzten sind auch nur Statisten. Die Rettungsdienste üben auf der Neubaustrecke Erfurt-Leipzig den Ernstfall. Weil es nicht alltäglich ist. Das, was sie jeden Tag machen, das sind sie Profi, das ist das, was geht. Aber was sie nicht jeden Tag machen, das muss immer wieder ins Gedächtnis zurückgerufen werden. Obwohl es nur eine Übung ist, wirkt vieles authentisch. Als Statisten haben sich Medizinstudenten der Martin-Luther-Universität und Schüler der Landesrettungsdienstschule gemeldet. Die reagieren auch mal panisch. Die Rettungskräfte sollen die Abläufe bei so einem Großeinsatz üben. Dazu gehört auch, das Ausmaß einzuschätzen und dann Entscheidungen zu treffen, wer zuerst Hilfe bekommt. Die Statisten haben Schilder um den Hals in unterschiedlichen Farben, je nach Schwere der Verletzungen. Grün für kleine Blessuren, rot für schwere. Auch die mit den grünen Schildern dürfen mal jammern. Ja, der Fuß tut ein bisschen weh und wann können wir denn endlich weg und so, aber nicht so schlimm wie die mit den Platzwunden und so weiter. Großübungen wie diese gibt es jedes Jahr, zum Beispiel schon am Flughafen oder im Stadion. Bei der am ICE nehmen über 600 Menschen teil, größtenteils ehrenamtlich Tätige. Die Saale-Elster-Talbrücke hat einige Besonderheiten. Zum Beispiel muss auch die Höhenrettung geübt werden, falls jemand abgeseilt werden muss. Auch der ICE selbst hat einige Tücken. Der ICE ist für uns erstmal ja in einem gefährlichen Bereich. Dort ist eine Hochspannungsleitung, das heißt, wir können gar nicht sofort zugreifen. Wir müssen erst vom Bahnmanager eine Information kriegen, dass wir gefahrlos unsere Helfer aufs Gleisbett schicken können. Dann ist der ICE relativ schwierig, weil er nur sehr wenige Türen hat. Sie haben jetzt im Gleisbett gesehen, die Tür ist relativ hoch. Im Bahnhof hat man einen Bahnsteig, dass man ebenerdig reinkommt, barrierefrei. Das ist hier alles nicht so. Und dann hat man einen relativ langen Weg durchs Gleisbett, bis man wieder an der befestigten Straße ist. Das alles wollen wir hier üben. Die Übung findet an einer Rampe statt. Im echten Leben wäre die Fahrt zu den Verletzten möglicherweise aber nicht so kurz. Und dann könnten nur hohe Fahrzeuge auf den Gleisen fahren. Zumindest die Bundeswehr hat solche Fahrzeuge. Auch sie ist bei der Übung dabei. Für die Feuerwehr werden solche Spezialfahrzeuge aber gerade noch angeschafft.
Die sind Voraussetzung, damit hier Züge fahren können. Die Verletzten werden aus dem ICE in Zelte gebracht. Dort werden sie medizinisch versorgt und genau registriert mit Namen und Verletzungen. Die Statisten spielen ihre Rolle bis zum Ende. Ich finde das auf jeden Fall angebracht. Also natürlich auch, dass man als Medizinstudent da mal ein bisschen mitbekommt. Und ich finde das auch als Unterstützung eben für die Ärzte und für die anderen Beteiligten eben ganz wichtig. Zuletzt werden noch die Leichtverletzten einzeln befragt und gezählt. Das Fazit der Übung ist positiv. Übung ist gut gelaufen, Abläufe sind da. Wir haben ein positives Resümee. Warum? Wir haben erstmal alle Verletzten geborgen, gerettet. Wir haben sie unterstützt und haben unsere Hilfe angeboten und von der Sache her positiv. Wir stecken mitten im Hochsommer, mitten in den Hundstagen und das ist ja nicht ungewöhnlich, dass es da auch mal die eine oder andere Hitzewelle gibt. Allerdings haben wir schon ein paar hinter uns und die nächste ist im Anmarsch. Mehr dazu jetzt in den Wetteraussichten. Die neue Woche wird eine sehr sonnige. Am Dienstag bleibt es trocken, bei leichtem Wind klettert das Quecksilber gegen Mittag auf 28 Grad, dazu wenige Wolken. Am Mittwoch wird es noch 1 Grad wärmer, die gefühlte Temperatur beträgt 31 Grad. Wolken finden sich kaum noch am Himmel, in Halle werden bis zu 9 Sonnenstunden erwartet. Ähnlich wird das Wetter auch am Donnerstag. Die Sonnenstunden erhöhen sich nochmal auf bis zu 12 Stunden. Bei leichtem Wind bleibt es nahezu wolkenlos. In der Nacht kühlt es sich nur wenig ab. Ja, und damit wären wir durch für heute. Bis auf den Hinweis, dass wir morgen wieder für Sie zur Stelle sind, dann mit meiner Kollegin Ulrike Wölfel. Ihnen jetzt noch einen schönen Montagabend. Kommen Sie gut durch die Nacht und tschüss. Das sind die Schlagzeilen am Dienstag. Ausländerbehörde. Stadtverwaltung hängt bei Anträgen hinterher. Justiz. Prozess gegen Brandstifter von Büschdorf geht weiter. Unfall. Motorradfahrer aus Halle stirbt nach Zusammenstoß mit Auto. Das und mehr lesen Sie am Dienstag in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.